Frankfurt. Wir starten natürlich wie gewohnt mit dir. Relegationsplatz ist fix, Aufstiegsspiele sind gebucht, Gegner steht auch fest, Würzburg. Trotzdem stehen jetzt noch zwei Spiele in der regulären Saison an. Samstag gegen Neckar-Elz. Ist es jetzt so das Motto, einspielen für die Relegation, aber Spannung am Optimum halten? Ja, Spannung auf jeden Fall versuchen, so hoch wie möglich zu halten. Klar, dass es jetzt keine einfache Sache für uns ist, auch für die Mannschaft. Man braucht jetzt keinen Hehl daraus zu machen. Der Fokus liegt ganz klar und das ist, denke ich mir, auch natürlich auf Würzburg. Nichtsdestotrotz, denke ich mir, haben unsere Fans und der Verein es ganz klar verdient, dass wir uns würdig jetzt die letzten zwei Spiele präsentieren und auch dementsprechend so auftreten, wie es sich gehört. Und letzten Endes ist es auch wichtig, dass sich die Spieler auch für das Relegationsspiel, so wie du auch gesagt hast, auf dem Niveau präsentieren, um dort auch nicht auf einmal den Hebel umlegen zu müssen, sondern versuchen, das Niveau auch aufrechtzuerhalten. Wie sieht es personell vorm Spiel aus? Daniel Döringer fehlt gesperrt, Jan Fieser war leicht angeschlagen. Wie ist da der aktuelle Stand? Also für Jan wird es nicht reichen. Er hat muskuläre Probleme, sind zwar besser geworden, aber zum einen können wir da nichts riskieren, zum anderen hat er jetzt auch keine einzige Trainingseinheit mit der Mannschaft absolvieren können. Er wird erstmal weiterhin individuell arbeiten. Ansonsten Max Rupp wird definitiv auch jetzt bis zum Saisonende ausfallen. Das heißt, er hat einen Rückschlag erlitten, dass dieser Muskelfaserriss in der Form Probleme ihm bereitet. So müssen wir auf beide oder können wir auf beide nicht zurückgreifen. Lukas Kiefer wird wieder im Kader stehen. Nach seiner langen Krankheitsgeschichte und zuvor all diesen Krankheiten, die ihn immer wieder zurückgeworfen hat. Und ja, ansonsten sind alle Mann an Bord und ich denke, dass wir halt auch ein gutes Spiel sehen werden. Vorentscheidungen haben wir in Pirmasens gelegt, Entscheidungen haben uns dann andere am vergangenen Wochenende abgenommen. Wie hast du es erlebt und wie war das Gefühl, als der zweite Platz dann fix war? Also ich habe mich super gefreut, dass wir die Relegation geschafft haben und dass wir jetzt halt, ja, die Playoffs erreicht haben und jetzt halt hoffen wir, das Ganze zu vergolden und den Aufstieg in diese Liga zu schaffen. Wie ist es jetzt so aus Spielersicht, was gerade schon angesprochen wurde, Spannung hochhalten? Fällt es vom Kopf her schwer oder sag mal, hier anderthalb Wochen ist das Hinspiel gegen Würzburg, weiter durchziehen? Ah, ich glaube, es macht... Klar ist im Hinterkopf, dass wir es schon geschafft haben und dass wir natürlich, ja, wie soll ich sagen, ja, es ist im Hinterkopf, dass man die Relegation geschafft hat, aber ich glaube, jeder Spieler weiß, worum es geht und jeder Spieler muss jetzt selber in die Spannung hochhalten, dass wir die zwei Spiele jetzt voll Gas geben, damit es auch in Würzburg und zu Hause dann klappen kann. Ich denke, dass jeder Spieler von uns mit dem gleichen Einsatz reingeht in das Spiel, wie als wenn es jetzt gegen Würzburg gehen würde. Also wir werden bei diesem Spiel nicht viel verändern. Ich meine, klar ist, dass aufgrund der Gelbsperre von Dörro und Jan Fieser minimal zwei Spieler in die Anfangsformation hineinrücken. Ansonsten wenn dann ein, zwei Positionen noch maximal, aber das wird jetzt nicht so sein, dass nur Schaulaufen angesagt ist bei diesem Spiel, sondern wir schon den Fokus darauf legen, dass wir genauso konzentriert das Spiel angehen, auch mit der Personaldecke spielen, wie ich mir vorstelle. Also wir haben schon sehr viel Videomaterial über Würzburg, die wir bekommen haben. Zum anderen habe ich auch Trainerkollegen, mit denen ich sehr gut in Kontakt bin, mit denen ich auch den Fußballlehrerlehrgang gemacht habe, die mir sehr gute Informationen weitergeben können und mit denen sind wir im Austausch oder bin ich im Austausch, sodass wir also in allen Belangen auch top vorbereitet sein werden, so dass mich da von der Seite keine Sorgen und keine Gedanken mache, dass wir auch dementsprechend richtig auf die Mannschaft uns einstellen und vorbereiten. Aber wie gesagt, letzten Endes wird entscheidend sein, was meine Mannschaft, welchen Willen, welchen Ehrgeiz sie auf dem Platz umsetzt, um dann letzten Endes auch mit ihrer spielerischen Qualität auch die Spiele dann für uns zu entscheiden. Wir wissen um die Qualitäten, vor allem in der Offensive dieser Mannschaft. Und für uns gilt es natürlich,
so uns vorzubereiten, uns auf das Spiel einzustellen, dass wir auch in der Lage sind, deren Spiel in den Griff zu bekommen und unser Spiel aufzudrücken. Das, was wir auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht haben. Ich bin sehr zuversichtlich. Warum stimmt mich alles sehr zuversichtlich? Weil meine Mannschaft wieder vor allem in den entscheidenden Phasen jetzt zum Saisonende geschafft hat, mit der notwendigen Konzentration und mit dieser Gier in die Spiele reinzugehen und den Glauben wieder zurückgefunden hat, vor allem auch nach Rückständen Spiele drehen zu können. Und wir wissen, und wenn man jetzt die letzten Relegationsspiele allgemein sieht, sind viele Spiele zum einen im zweiten Spiel entschieden worden, wo man auch Rückstände aufgeholt hat, egal in welcher Liga. Nehmen wir Darmstadt gegen Bielefeld oder Fortuna Köln, die das in der letzten Minute da entschieden haben über einen langen Ball und Torwartpatzer. Ich gehe genauso davon aus, dass es ein enges Ding auch bei uns sein wird, wo Nuancen entscheiden werden. Und letzten Endes bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch als Sieger aus dieser Partie dann hervorgehen. Also die Konzentration bei mir ist, das versuche ich auch den Jungs klar zu machen, das, was Rory auch eben angedeutet hat. Wir arbeiten sehr konzentriert im Training. Für mich ist momentan das Entscheidende die Trainingsarbeit, dass wir unser Spiel vorantreiben, dass wir aufgrund der Trainingsinhalte Spannung und Aggressivität hochhalten und schauen, dass wir jetzt schon ein paar taktische Sachen fixieren oder ein bisschen noch verstärken, stabilisieren, was grundsätzlich wichtig für unser Spiel ist. Darin liegt das Augenmerk und das sind auch natürlich Aspekte, die sowohl gegen Neckar-Elz als auch gegen Worms sehr wichtig sind. Und alles andere ist klar, müssen dann die Spieler dann in den beiden Spielen abrufen, so dass wir auch gestärkt in diese Spiele reingehen. Es ist immer besser, sage ich mal, Siege mitzunehmen, als dann nicht die Konzentration, den Tonus zu haben und mit Niederlagen dann in diese Spiele reinzugehen, denke ich mir, ist schon ein enorm wichtiger Faktor. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken. Ich sage ja jetzt, morgen werden wir nicht so viele Veränderungen vornehmen generell, aber ob ich das dann im letzten Spiel, ich mache das abhängig von nach Gesprächen mit den einzelnen Spielern. Ja, das heißt, ich beziehe die Spieler mit, wie sie sich fühlen, ob sie dann sagen, nee, lieber jetzt als nächste Woche. Das heißt, da möchte ich auch, dass meine Spieler mitentscheiden und das habe ich auch diese Woche gemacht und viele haben mir ganz klar signalisiert, dass sie spielen wollen und das wird dann auch dementsprechend so von unserer Seite gehandhabt. Wie es dann nächste Woche aussieht, müssen wir dann wieder abwarten und schauen, wie auch generell die Personalsituation aussieht. Und wer meint dann, sich schonen zu müssen, sich dann komplett rausnehmen zu müssen, der kriegt dann automatisch Probleme, ist ja klar. Meine, wir haben einen breiten Kader, Konkurrenz ist groß genug, sodass jeder um seine Position auch trotzdem sich anbieten muss. Das heißt nicht, dass alle dann Freifahrtschein haben und sagen, ja okay, ich lehne mich jetzt die 2 Wochen zurück, sowohl im Training als auch in den Spielen und gehe davon aus, dass ich dann in den Relegationsspielen eingesetzt werde, also davon kann man nicht ausgehen, weil ich kann nicht dann Spielern vertrauen, die komplett runterfahren und auf einmal dann von 0 auf 100 starten müssen in den Relegationsspielen. Das ist sehr schwer und auch in der Regel nicht machbar. Also für mich schon. Ich habe sowas auch in meiner Karriere noch nicht erlebt, dass es wie noch 5 Minuten vor Schluss 2-1 für den Gegner steht und wir dann wirklich noch 4-2 gewinnen. Und ich glaube schon, dass das die Mannschaft bewegt hat, auch wie man auch gesehen hat. Ich auch. Als allererstes ist mir der Trainer in die Arme gefallen nach dem Tor. Und das ist schon, glaube ich, ich glaube, ich hat schon alle wachgerüttelt. Ja, und ich glaube schon, dass das enorm bewegen kann. Ja, es war eine super Sache zum richtigen Moment, würde ich sagen. Ja, dass wir so ein Spiel mit dem Ergebnis auch gedreht haben. Und das hat das bestätigt, was ich versuche, den Spielern von Anfang an immer mitzugeben, dass im Fußball bis zum Abpfiff alles möglich ist. Und wir haben gesehen, dass Fußball ist halt auch manchmal ein Zufallsspiel, oder das heißt manchmal, ist sehr viel Zufall, dass dann der Ball dahin fällt und dann das. Und wir sehen auch, wie die Tore dann teilweise zustande kommen. Wir müssen gucken, dass wir diese Situation
produzieren und erzwingen und vor allem immer an uns glauben, vor allem mit unserer Qualität. Wir sind in allen Belangen sehr gut aufgestellt. Wir sind konditionell auf einem Top-Niveau, wir sind spielerisch auf einem sehr guten Niveau, wir sind, denke ich mir, technisch-taktisch auch sehr gut auf die Gegner eingestellt. Die Kunst ist es dann halt gewesen, das Woche für Woche abzurufen und vor allem, wie gesagt, diese unbändigen Willen bis zum Schluss aufrechtzuerhalten, dass man in allen Spielen als Sieger hervorgeht. Und ich denke mir, die Mannschaft hat das in der Saison des Öfteren unter Beweis gestellt und auch diese Siegermentalität auf dem Platz abgerufen und nicht ohne Grund. Ich meine, wir sind eine neu formierte Mannschaft, das darf man auch nicht vergessen, dass dann nicht alles reibungslos ineinander greift, dass dann immer wieder Phasen jetzt waren, wo die Ergebnisse nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich konnte nie den Willen der Mannschaft absprechen, dass sie das nicht wollten, dass sie das nicht umgesetzt haben, sondern gerade das Gegenteil. Teilweise wollte man eventuell zu viel, hat dann verkrampft, vor allem in den Wochen, wo jeder wusste, jedes Spiel kann entscheiden darüber, ob man dann sich für die Relegationsspiele qualifiziert oder nicht. Gott sei Dank haben wir trotzdem geschafft, gelöster in die Spiele reinzugehen und auch nach Rückstand, sage ich, habe hier mal Sens 2:1 und dann das Ding zu drehen. Das heißt, diesen Glauben aufrechtzuerhalten. Und wir haben gesehen, am Beispiel Elversberg, wie schwer das auch ist und wie schwer das auch für andere Mannschaften geworden ist, die unter dem gleichen Druck gelitten haben und wir doch als Sieger von dem Ganzen hervorgegangen sind. Und wir haben auch gegen Kassel, ich sage ja, wir haben, wenn man die letzten Spiele betrachtet, angefangen mit Offenbach, Kassel, Pirmasens, alles Spiele, wo ich 100% zufrieden bin mit der Einstellung, mit der Art, wie die Mannschaft agiert hat. Und das kommt nicht von ungefähr, dass wir auch so ein Spiel gedreht haben. Und jetzt gilt es, wie gesagt, diese beiden Spiele, Neckar-Elz und Worms, noch dafür zu nutzen. Das eine oder andere vielleicht auch bei dem, ja, den einen oder anderen Spieler auch nochmal zu sehen, inwieweit was zusammenpasst. Vor allem, Gott sei Dank, können wir, wenn Dörre wieder dazukommt und Jan dazukommt nächste Woche, aus dem Vollen schöpfen. Mit der Hoffnung, dass natürlich nichts passiert, aber dass man dann das ein oder andere noch ausprobieren kann in diesen beiden Spielen, inwieweit das dann funktioniert, ist umso schöner, ohne Druck dann aufzuspielen, ohne jetzt Ergebnis jagen zu müssen, sondern einfach nur Gas geben, Spaß haben, die Zuschauer mitnehmen, euphorisieren, noch mehr euphorisieren. Was gibt es Schöneres, wenn wir so viel Dampf machen, dass die Fans mitgerissen werden, dass noch mehr Zuschauer jetzt zu den Relegationsspielen, zu unserem Heimspiel kommen, dass die noch mehr Lust bekommen und noch mehr Glauben an uns haben, dann gibt es meiner Meinung nach nichts Schöneres. Ein Traum wäre, wenn wir das Ding irgendwann mal so füllen, dass das wie beim DFB-Pokalspiel gegen Dortmund, dass da keine Plätze frei sind. Das wäre mal ein Traum, dass wir das mal irgendwann des Öfteren schaffen. Ja? Und dafür sind wir verantwortlich und dafür arbeiten wir tagtäglich.